Das Matriarchat im alten Israel. Wir wollen der Himmelskönigin räuchern und ihr Trankopfer darbringen. Die Bibel selbst gibt Kunde von der Verehrung der Himmelsgöttin durch das Volk von Judäa. Im Angesicht der hereinbrechenden Katastrophe, als Nebukadnezar, der Herrscher über das babylonische Großreich, Jerusalem erobert und die Königin Nehusta mit ihrem Sohn Joachim samt der Führungsschicht des judäischen Volkes nach Babylon in die Gefangenschaft geführt hat, steht ein großer Prophet im Lande auf und predigt dem Volk, Jeremia. Er mahnt sein Volk zur Treue gegenüber dem einen Gott, denn Jeremia, der in Jahwe den Herrn der Geschichte sieht, kann das Unglück, das über Jerusalem und das judäische Volk hereingebrochen ist, nur mit der Untreue des Volkes gegen Gott erklären. Doch als der Prophet sein Volk zur Anbetung Jahwes auffordert, da antworteten dem Jeremia alle Männer, die da wohl wussten, dass ihre Weiber anderen Göttern räucherten, und alle Weiber, die in großen Haufen dastanden, samt allem Volk, die in Ägyptenland wohnten und in Patros. Und sie sprachen, nach dem Wort, das du im Namen des Herrn uns sagtest, wollen wir dir nicht gehorchen, sondern wir wollen tun nach allem Wort, das aus unserem Munde geht, und wollen der Himmelskönigin räuchern und ihr Trankopfer darbringen, wie unsere Väter und Fürsten getan haben in den Städten Judas und auf den Gassen zu Jerusalem. Da hatten wir auch Brot genug, es ging uns wohl, und wir hatten kein Unglück. Seit der Zeit aber, da wir haben abgelassen, der Himmelskönigin zu räuchern und ihr Trankopfer darzubringen, haben wir allen Mangel gelitten und sind durch Schwert und Hunger umgekommen. Jeremia 44, 15 und fortfolgende. Deutlicher könnte die Bibel selbst nicht Zeugnis davon ablegen, dass die Göttinnenreligion im Volk lebendig und von weiten Kreisen anerkannt gewesen ist, und zwar nicht nur in fernster Vergangenheit, sondern, wie der Text selbst aussagt, unter den Vätern und Fürsten in den Städten Judas und auf den Gassen zu Jerusalem. Unklar ist jedoch der Name der Himmelskönigin, von der das Volk zu Jeremia spricht. Anat ist die Göttin, die vor allen anderen eindeutig als Himmelsgöttin angerufen worden ist, aber in der Bibel ist nur noch von ihren heiligen Städten die Rede. Als Göttin wird sie nicht mehr erwähnt, jedenfalls nicht in der uns heute vorliegenden Redaktionsform der biblischen Texte. Sollte die Himmelsgöttin Anat im alten Israel dennoch verehrt worden sein? Marie-Therese Wacker referiert über den Text vom goldenen Kalb, 2. Buch Moses 32, 51. Als Mose mit Joshua vom Berg herab auf das Lager des Volkes Israel zugeht, hört er den fröhlichen Gesang derer, die um das goldene Kalb tanzen. Dort heißt es wörtlich: Es ist nicht Klang beim Singen über einen Sieg und nicht Klang beim Singen über eine Niederlage. Klang von lautem Singen höre ich. Während in den ersten beiden Zeilen dem Klang beim Singen eine nähere Bestimmung angefügt sei, fehle eine solche in der Schlusszeile. Dies hat schon den antiken Übersetzern zu denken gegeben und in der neueren Exegese zu dem Vorschlag geführt, die Stelle wie folgt zu lesen: Den Klang der Anat höre ich. Die Szenerie des Textes erhielte dadurch neue Akzente. Das goldene Kalb könnte gedeutet werden als Pars pro Toto des Götterpaares Anat und Jahwe, den das Kalb ja nach 32,5 repräsentiert. Als Jahwe-Stier, der auf Anat verweist, oder als Anat repräsentierende Kuh, die Jahwe mit meint. So äußert sich Marie-Therese Wacker. Es ist ohne Zweifel sehr problematisch, die Göttin Anat nachträglich korrigierend dem Bibeltext wieder einzufügen. Andererseits lässt sich die Tatsache, dass Anat im 5. Jahrhundert, wie bereits erwähnt, in Elefantinen als anerkannte Göttin der jüdischen Flüchtlinge wieder auftaucht, nur damit erklären, dass sie über die Jahrhunderte hinweg, während die Bibel ihren Namen verschweigt, die Göttin Israels geblieben ist. In Ägypten ist die Verehrung der Anat nicht bis ins 5. Jahrhundert nachweisbar. Zwar hatten die Ägypter Anat für kurze Zeit zur Staatsgöttin erhoben, aber mit dem Aussterben der 19. Dynastie in Ägypten geriet die Göttin in Vergessenheit. Auch für die Ägyptologie ist es ein Rätsel, wieso Anat im 5. Jahrhundert in Elefantinen wieder verehrt wird. Die Verehrung Ascheras im Tempel von Jerusalem ist von der Bibel selbst belegt. Gegen die Kultpfeiler der Göttin, die sogenannten Ascheren, polemisiert die Bibel häufig,
Asherah muss aber als Partnerin Jahwes gedacht werden, während der Jeremia-Text eher nahe liegt, dass die verehrte Himmelskönigin eine souveräne Göttin, unabhängig von Jahwe gewesen ist. Zudem ist Asherah, die in der Bibel Asherah heißt, aus den Ras-Shamra-Texten als Sonnengöttin, nicht als Himmelskönigin bekannt. Es ließe sich jedoch denken, dass Asherah mit Anat synkretisch verschmolzen ist. Die bereits erwähnte Bildinschrift, die Ramses mit zwei Göttinnen darstellt, an deren Brüsten der König saugt, legt vielleicht auch für Jerusalem und die Städte Judäas nahe, dass Anat in der Gestalt der Asherah aufgegangen worden ist. Es wird nicht möglich sein, herauszufinden, unter welchem Namen die Himmelskönigin in den Städten von Judäa und in den Gassen Jerusalems angebetet worden ist, dass aber Frauen und Männer und auch viele Fürsten und Könige bis in die antike Spätzeit hinein neben der Religion, die sich später als der offizielle Kult durchgesetzt hat, die Göttinnenverehrung bewahrt haben, belegt der Jeremia-Text eindeutig. In jüngster Zeit bestätigen auch archäologische Befunde, dass Anat in biblischer Zeit in Jerusalem verehrt worden ist. Yigal Shilohs Ausgrabungen unterhalb des Salomonischen Tempels in Jerusalem haben Statuetten der Anat und Asherah zutage gefördert. Aber es ist seit 1983, soviel ich weiß, über diese Ausgrabungen nichts Näheres bekannt geworden. Und ich, Nana, kann an dieser Stelle auch nichts hinzufügen, auch wenn dieser Satz natürlich veraltet sein kann. Widerstand gegen tief verwurzelte Vorurteile. Vorurteile sind vorläufige Überzeugungen, Entscheidungen, die wir über eine Sache treffen, ohne sie überprüft zu haben. Ich spreche nicht von Gefühlsurteilen, die gut und richtig sind, wenn wir uns bewusst sind, dass wir unsere Entscheidungen aus der Sicherheit unseres Gefühls getroffen haben. Ich spreche von Meinungen, die wir für unsere eigenen halten, obwohl wir sie als vorgefertigte Denkbausteine kritiklos übernommen haben. Meinungen, die wir mit der Luft, die wir atmen, in jedem Augenblick aus unserem kulturellen Umfeld einsaugen. Ich spreche von Urteilen, die wir fällen, weil wir Angst haben vor dem eigenen Denken, das uns in Widerspruch zur gesellschaftlich vermittelten Norm stellen könnte. Wir haben Versammlungen von Kirchenvätern und Patriarchen als verantwortliche Instanz, als unbeugsames Gewissen und als autoritäres Über-Ich in unseren Köpfen. Wenn wir ihnen blind vertrauen, kommen wir über vorgefasste Meinungen nicht hinaus. Wollen wir uns aber ein vorurteilsfreies Bild von der Welt machen, müssen wir unseren Weg selbstständig beschreiten. Frauen wollen sich wiedererkennen als Subjekte der Geschichte, als Gleichberechtigtes gegenüber zum Männlichen. Frauen wollen selbstständig und unabhängig an der Entwicklung der Zukunft beteiligt sein und ihrem Leben einen eigenständigen, nicht auf die Durchsetzung patriarchaler Werte gerichteten Sinn geben. Schließlich besteht heute für beide, für Frauen und Männer, die Notwendigkeit, die Welt und deren transzendente Entsprechung wieder als Ganzheit zu erfahren. Wenn wir vorurteilsfrei an die Texte der hebräischen Bibel herangehen, wenn wir uns erlauben, Fragen zu stellen, die uns, die Frauen, interessieren, wenn wir uns nicht auf das Verständnis der Texte einengen lassen, die unsere christlichen Kommentatoren uns aufzwingen wollen, so werden wir Entdeckungen machen, die nicht nur das Bild der Bibel, sondern unser gesamtes Weltbild verändern werden.